Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu unserem Europa Universalis 4 Projekt. Ich weiß nicht, ob es der letzte Teil sein wird, vielleicht, vielleicht auch nicht, bin mal gespannt, keine Ahnung. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und wir haben jetzt gleich einen großen Krieg zwischen dem... Hilfe, wer ist Nepal und Andalusien? Und, Nepal und Andalusien, den zwei wahrscheinlich stärksten Mächten im Spiel. Ich bin schon mal gespannt. Sie kämpfen hier auf einem neutralen Gebiet in Persien. Ich bin sehr gespannt. Nebenher läuft noch ein Krieg von Moldawien und Preußen gegen Byzanz. Und Preußen hat eine Schlacht verloren. Von Moldawien. Krass. Dann gehen wir mal runter. Wieder zu den Asiaten darunter. Ding jetzt. Hi! Hi! Wir blicken an, Persien, dir an und soll mich mal kuscheln. Nils? Ja? Ja. Andere, also Kommentator Nils, meine ich, sorry. Okay, ja. Kurze Frage, und zwar, weißt du, hast du eine Idee, wie wir den nächsten Part nennen? Ja, keine Ahnung, Mann. Armer Gott. Ist mir doch absolut egal, keine Ahnung. Kingdom of God. Ja, gute Idee. Scheiße, der Hund. Und sonst, was weiß ich denn? Preußen vernichtet Byzanz. Byzanz verliert Wollen gegen wir uns irgendwo Byzanz treffen? Vergewaltigt oder? Ich sehe leider der Witz ist aber, Preußen hat gerade verloren, gell? Ich stehe westlich, westlicher Tigris. Also ich stehe westlich von einem Witz voneinander entfernt. Ich sehe seine Truppen nicht. Was? Also, wo steht es westlich von? Ja, Leute, okay, Ruhe. Ich stehe einen Provinz voneinander entfernt. Meine Hauptstadt. Ich stehe direkt westlich davon. Okay, das ist so. Ihr steht beide alle jeweils auf der anderen Seite der Hauptstadt. Wollen verlassen bitte diesen Channel, weil hier wird es gleich gemarkt ohne Ende. Ja. Es sei denn, ihr wollt zugucken. Meine Hauptstadt hat 100 Versorgungslimit, also ihr könnt da gerne drauf reinstecken. Alter, 100 Versorgungslimit. Moin, der hat einen Versorgungsdepot auch dazu gebaut, weil er da gedrillt hatte. Oh, ich sehe seine Truppen. Ah, Panzerkrieger, hey. Ich bin von meiner Filmkonferenz zurück und hab gerade die Meldung bekommen, das läuft ja immer noch. Ja. Wisst ihr wie lang? Ja, es ist 18:07. So also vielleicht. Ich könnte jetzt tatsächlich wieder reinjoinen. Ja, ich gerade so schlecht, du bist also, gerade im Krieg. Also deine Nation ist gerade im Krieg. Lohnt es sich noch rein zu joinen? Oh, nein. Nee, ich würde eher sagen, nee. Frag Heiko. Also, auf die Fresse. Ja, Byzanz kriegt gerade eh aufs Maul, also. Ah, wobei, weiß ich nicht, also noch, ja, aber. Wer hat die Ehre, Byzanz zu spielen? Der heißt, jetzt muss ich kurz gucken. Hateful heißt er. User has moved out of your channel. So, ey, unsere Zuschauer auf YouTube haben wieder zugenommen. Böse. Oh, aua, das tut weh. Oh. Und sie haben nicht den Border Gobble, ich bin enttäuscht. Was meinst du, Preußen da kriegt die drei Gebiete oder was? Also, wir kämpfen in Tessie von. Warte mal, ich probiere nur was aus. Na, schade, da kriegst du einen Geil, das revolutionäre Frankreich. Kriegen wir irgendwo, wo wir keinen Malus oder sowas haben? Hier, guck gerade. Hier ist zu viel Fluss. Dieser Krieg ist viel zu nett. Schlachtet euch ab. Ich würde einfach jeweils eine Schlacht. Warte mal, ist kein Sinn, ja. Siehst du Sinn? Nee, das geht nicht, schade. Ich glaube, da gibt's wenig. Warte. Will cross a river. Ihr könnt ja euch euren Krieg. Was haltet ihr davon, wenn ihr den Krieg einfach irgendwo nach Dings verlegt? Geht nach Syrien, da habt ihr ein paar Provinzen Flachland und relativ wenig Flüsse. Oder nach Ostchina, da ist voll viel Ackerland. Ostchina! Hey, nice. Orissa holt sich ein K, es schickt ein K. Ich bin mal kurz hoch. Das ist bloß zum Beobachten des Krieges. Ich möchte sagen, dass ich habe gerade aus Versehen 200.000 Mann hinten stehen lassen, die gerade die gesamte Stadt verschlissen. Anstelle der persischen Bevölkerung hätte ich jetzt auch nur ein ganz bisschen Angst. Vor allem wie. Nimm doch mal ein Beispiel an unserem Krieg. Versorgt da. Auf einmal wenden sie sich gegen ihre Gastgeber und zack, das gesamte Land besetzt. Parsival, dein Frankreich führt gerade Krieg gegen Inka, weil Inka macht jetzt Sunset Invasion. Aber immerhin haben sie Korsika besetzt. Gut, so, jetzt bin ich ja mal gespannt. Haut rein, bekriegt euch. Persien, ich habe eine Revolte im ganzen Osten meines Landes. Schlacht.
Schlacht. Wird angegriffen. Schlacht. Alter, das wird so witzig. Oh, das war halt schon los. Dumm. Mit dem Malus mit dem Mark. Oh. Der war schon ein bisschen übermutig, muss ich sagen. Oh, Gassian, was los? Ja, ich hätte einfach mal minus zwei in die Pflicht reingelaufen. Warum rennst du da noch mehr rein? Bist du Mäntel? Okay, die sind weg. Tja. Die sind echt weg. Oh, ist das böse. Ah, ja, okay. Oh. Und jetzt nächster Stack Web. Wo sind die denn hingehauen? So. Boah, ist das hart. Warum sind die in Ketesiphon? Was ist es gewollt? Weiß dort nicht. Alter. Nochmal hinterher. Hey, warum? Sind die zurück? Ich hab, ja, jetzt konnte ich nicht reinforcen, weil ich eine Message bekommen habe, dass dass ich einen Spy entdeckt habe. Nice. Oh Gott. In so einem Krieg sollte man alles ausmachen müssen, gell? Germanius schreibt guten Abend, Schwaben. Ja, hi, guten Abend. Wie geht's dir, Germanius? Oh, scheiße. Kommt rein. Oh, so spannend. Ich hab so viel Truppen vergessen. Nice. Ich hab meine halbe Armee oder so literally vergessen. Es ist, das ist echt nicht mehr feierlich. Ich möchte nur ganz kurz, Nils. Ja. Das Königreich Gottes. Und, warte. Königreich Gottes und Niederlande und Schwaben sind im Krieg mit Moldawien und Preußen. Das ist völlig in Ordnung, in deren Krieg sterben nicht so viele Leute wie in dieser einen Schlacht. Ja. Das ist echt so, juckt halt gerade keine Sau, dieser Krieg. Vor allem 600.000 Infanteristen in der nepalesischen Armee und 4.000 Kavalleristen. Ja. Voll der Witz eigentlich, die braucht halt echt kein Mensch mehr, die Kavallerie. Ja. Die werden auch nie in die Frontline kommen. Oha, da ist auch nicht in die Frontline gerutscht. Das Geld kannst du sparen, Teddy. Ach doch, jetzt sind sie in der Frontline. Kann man eigentlich noch schauen, wie hoch die Verluste im vergangenen Kriegen waren? Ja, gibt's Statistik und dann Armeeverluste. Aber Andalusien hat wirklich deutlich besser. In einem Krieg? Oh, nee, insgesamt. 300.000 Infanterie. Ich habe die Politiken vergessen! Germanius, ich spiele keine Fraktion, ich bin im Zuschauermodus. Das machen wir hier bei unserer großen Multiplayer-Runde. Also jetzt mittlerweile sind schon einige Fraktionen vernichtet. Wir haben heute auch den letzten Spieltag. Einige mussten schon heute offline gehen, deswegen haben wir trotzdem beide gemacht. Wo catch ich da Truppen von dir? Scheiße, ich habe keine Arti da. Genau, aber deswegen, ich bin Zuschauer. So machen wir das immer. Ich weiß nicht, Germanius, du kennst unseren Kanal vermutlich, wenn du reinkommst mit guten Abend, Schwaben. Dann kennst du unseren Kanal vermutlich. Genau. Ich hab 1000 Videos gibt's dann auch auf YouTube übrigens. Sag, wie werden sie sich denn zurück? Nach Kairo? Ich zieh mich nach Ägypten. Ja, Kairo. Oh. So retreat, all units retreat. Und wie viele Leute sind schon gestorben? 565.000 und 529.000, Alter. 500.000? Was ist denn los? Naja, ein paar mehr noch, die kleinen Schlachten musst du ja auch noch mit einberechnen. In Europa geht aber noch nichts voran in dem Krieg, offensichtlich. Sunset Invasion ist gerade stattgefunden in Frankreich. Ja, das meine ich, ja, das weiß ich, aber... Ja, Darren, du bist voll stolz drauf, wir wissen's. Nee, alles gut, nee, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon auch so mit Newt schon geredet. Nee, ich meine, hier, der Krieg gegen Moldawien und Preußen. Ja. Ach, nee, warte mal. Nee, die haben angefangen. Okay, alles gut. Wie viele Truppen da einfach laufen, hey. Das ist der deutlich interessantere Krieg hier unten. Ja. Warte mal, aber ich habe gerade nicht Tim und Darren verwechselt, oder? Keine Ahnung. Ich bin nicht im Spiel, ich bin Admin. Ja, ich weiß, wegen der Sunset Invasion. Hast du das gesagt? Nee. Hat Darren gesagt, oder? Also Heiko geht jetzt Fehler. Davon aus, dass er durchspielt. Ja, gut, dann. Ja gut, dann halt eben, so sei es. Nur so mal Randinformation, weil er hat Homeoffice und tut gerade eh nichts.
Ja, ich werde garantiert in spätestens einer halben Stunde gehen wir heute. Ich muss auch, ja, ich time in einer halben Stunde aus, also dann bin ich so oder so. Ja, weg. Dann hört sich so an, als wären wir weg. Also dann wahrscheinlich noch eine halbe Stunde jetzt, ja. Ja. Mal gucken. Ja, mein Gott, wie lange es halt noch lohnt. Jetzt noch ein bisschen Blutbäder anzetteln. Ja. Hauptsache, die eine Provinz von Nepal wurde jetzt besetzt. Also ich bin immer noch bei Full Manpower. Oh. Ja, du zählst aber auch nicht. Deine Manpower zählt gar nicht, so. Du hast jetzt einfach nicht viel davon. Jetzt habe ich mal Politiken drin. Ich hatte gerade keine Politiken drin. Was Artillerie und Infanterie-Compatibility. Kämpfst du nur um Kriegstand die Erde oder was? Kriegsstand von 4 Schlachten minus 21 Warscore. Ja, ja. Ich habe in diesem Krieg auch noch keine Verluste erlitten, obwohl ich Konditieri geschickt habe. Du hast 1000 Mann Konditieri geschickt, das zählt gar nicht. Konditieri ist Konditieri. Oh, es gibt Schlacht in Europa. Es gibt eine Schlacht in Lauenburg. Preußen. Preußen macht Preußen-Dinge, aber verliert? Nee, ich glaube nicht. Alter, wir konnten keine Damaskus, auf Damaskus kämpfen, das ist Drylands. Überhaupt keine Disziplin. Wo ist Damaskus? Damaskus, dort wo meine 120k okay. draufstehen. Ich rück da einmal vor, okay? Aber Martin hat bald eine drohende Katastrophe. Das ist relativ egal, das ist hier. Ach. Kriegt er eine Revolution. Dann nimmt er die auch noch an, dann ist er preußisches Revolutionäres, was auch immer. Ist ja noch Europäer oder was hier? Alter, dieses. Ja, du siehst die Schlacht. Alter, oder? Die Verlustzahlen. 300 das, Preußen gegen 3000. Das ist Taktik und Disziplin Vorteil. Der hat einfach 30% mehr Disziplin in dieser Schlacht. Das ist krank. Und dann noch minus 2 für die Angreifer. Andalusien hat Spanien erobert, Germanius. Oh Gott. Wir verlieren 10.000 gegen 1.000. 1.000 Mann gegen 10.000 Mann, Alter, was ist denn los? Oh, jetzt dreht sich's gerade ein bisschen. Ja, einmal ganz gut gewürfelt, okay. Aber vergiss es. Das haben die so krass verloren, holy shit. Oh. Da rasiert Chromio einmal durch. Politiker schreibt auch und eine XD. Chromio hat mich angebettelt, dass er nicht 6 wird. Also, dass er also nicht mal 6 Wertung hat. 5 Wertung hat. Ja, hier aber, Tony-Tiger hat mir einfach in Steam XD geschrieben. Vermutlich für die Preußen-Attacke da gerade, oder, Toni? Alter, was geht denn hier ab? So, wann kommst du zur nächsten Schlacht bei euch? Also, ich hock jetzt hier rum. Ich krieg gerade Reinforcements noch aus Indien ran. Alright. Seit wann gibt's eigentlich diesen Krieg in Peku? Weil ihr gar nicht mitbekommt. Von wem? Seeland und Songhai oder so. Peku kämpft gegen Seeland, Malaysia, Songhai und Japan. Ah, oh. Tatsächlich, witzig. Aber wer hat angefangen? Seeland. Aber es ist halt auch kein. Ah. Ich glaube, die rennen einfach drüber. Ja, gut, das mag sein, ja. Ja, Peku hat ja vorhin den Krieg, glaube ich, gegen Russland gewonnen. Also KI-Russland dann schon auch, nachdem die ja so am Arsch waren. Okay, schlachten so weiter. Also hier wieder in Asien. Nice. Oh, nice. Ich meine doch nicht die Nepal. Tod und Zerstörung. Organisieren. Tod und Zerstörung. Oh. Und... Stackwipe. Ja, aber das waren nur Mercs, also das juckt mich herzlich. Achso, waren echt Mercs, okay. Haben wir es nicht gesehen. Da stehen noch so viele Truppen im Rückraum. Oh Gott. Ja, auf ich beiden muss Seiten. Ein paar von der hinteren Reihe ranziehen. Alter Verwalter. Ja, jetzt macht er halt diesen Move. Christian ist nicht mehr hier im Channel, oder? Doch, doch. Ah, doch. Oh, ich hätte was machen müssen, das habe ich ja komplett vergessen. Oh, fuck. Lust. Oh, Stackwipe. Oh. Ja, deshalb meinte ich, das ist Lost, wenn er mich da immer noch angreift. Hast du ja Artillerie gehabt? Ja, ich hatte Artillerie. Ah, du hattest Artillerie noch? Das habe ich ja. Ich hatte ja einen zweiten Artillerie-Stack extra in der Second Line, aber ich konnte es in denen schnell genug bei der ersten. Andalusien hat viel zu viel Infanterie in der Backrow.
Ja, John Lucian kämpft gerade ziemlich ineffizient. Oh ja, das Problem ist, ich habe dann ein, zwei Probleme. Wir sterben einfach 8000 Mann per Tick. Aber es sind fast gleich viele Verluste. So, von Dings sind gerade 10.000 Mann gestorben von Schwaben. Ja, das Problem ist, ich habe aus Versehen einmal missgeklickt und ich habe einen Artillerie-Stack rausgezogen aus der Schlacht. Aber nur in dieser Schlacht waren es jetzt, glaube ich, nur 15.000 Mann mehr Verluste bei Analysien. Was im Verhältnis zu dieser riesigen Armee. Und ich habe den Ding nicht richtig aufgesetzt. Hey, Sirius Walter ist auch noch am Start. Hier, cool. Freut mich. So sieht's in Amerika aus. Norwegen gehört hier Nordamerika quasi komplett. Mittelamerika und den Süden von Nordamerika, Japan, Florida, Karibik, Mittelamerika und Südmittelamerika und Südamerika gehört Inka-Reich. So sieht's in Afrika aus. Dann siehst du es mal. Auch Inka da unten, Selandia, Japan und so weiter, Orissa. Songhai. Ich weiß aber, warum ich gerade die Schlacht gewonnen habe. Ich hatte ein Rajput Regiment dabei. Mm-mm. Das musste ich einfach gewinnen. Du hast die Schlacht gewonnen. Weil. Ich weiß, warum ich sie gewonnen habe. Weil ich bei mir einen Artilleriestack rausgezogen habe. Hey, was ist denn das für ein KI-Krieg gerade? Hä? Jetzt habe ich das Problem, mir wurden zwei Artillerie-Stacks gewiped, die muss ich jetzt erstmal kurz nachbauen. Revolutionäres Bar und Revolutionäres Kleve kämpfen gegen Genf, Astrakhan, Böhmen, Dortmund, Genua, Lüneburg, Mainz, Revolutionäres Anhalt, Bayern, Revolutionäres Bayern, Ref Braunschweig, Ref Silly, Ref Frankfurt, Ref Friesland. Das nennt man Koalition. Und Frieden. Ist ein Bestrafungskrieg gewesen tatsächlich. Ja. Witzig. Aber ich find's richtig geil, Martin macht einfach gar nichts, der geht nicht mal offensiv gerade in dem Krieg vor, weil der chillt halt, er ist Verteidiger, er muss nicht offensiv vorgehen, er chillt. Und Preußen verliert Geld, doch nicht, das geht so. Als nächster Schlachtort wäre eigentlich Jerusalem schön, oder? So symbolisch. Ja, wer? Dann zieh drauf. Oh, scheiße. Ich bin jetzt. Achso, ich meinte die Kasse. Oh, Preußen hat schon wieder ordentlich Darlehen. Hm. Ja, komm. Scheiß drauf. Jetzt aber Gaza. Hä? Nee, doch. Ja, weil meine Truppen ankommen, meine Reserven. Die habe ich ja schon vorher hingezogen. Oh, nächste Schlacht. Schlacht. Ich kann meine Truppen gerade nicht bewegen, aus was ich bin. Ja. Der Orissa-Spieler, also Marco schreibt gerade so in den Chat, so noch gehört Inka alles. Geil. Heißt das was? Ja. Ach, das glaubt nur Spaß. Achso, du bist hier im Channel, wusste ich gar nicht, sorry. Ja. Boah, wie viele Leute da einfach stehen. Nein. Ja, doch. 1,4 Millionen. Das ist 1,6 Millionen zu 9 Millionen. Dreifach. Ja, boah, jetzt ist ausgeglichen einigermaßen. Vielleicht ist das ja mal eine Schlacht, wo wirklich alle Truppen drin sind. Geht es bei euch überhaupt eine Schlacht, in der alle Truppen drin sind? Ja. Das Ding ist, den gewinnt sie. Ah. Fuck it. Aufgepasst. Mann. Puh. Hey, voll die Spannung hier. Oh, Moral? Ich hab noch 500, 600.000 Mann ungefähr in Reserve. Wie viel hast du aufgerüstet? Ja, eine Menge halt. Ich beschreib's so. So, halt vor allem so geil. Holy shit, okay, du hast aufgerüstet. Ich mach mal mit.
Ich find's gerade so geil, gerade eben, als der eine Stack gelaufen ist von Cassian gerade eben, stand da nicht irgendwie 1000 irgendwas, Mann, sondern wirklich 1,2 Millionen, Alter. What the fuck? Vor allem, stell mir das halt auch vor, Krieg. Wenn dann halt mal 1,2 Millionen Leute wegrennen, gell, schon hart. Boah, 800.000 oder wie viel das waren. Jetzt heißt es wieder übertrieben viel Stacks neu organisieren. Aber ich habe Shakia zurück. Das aber ist schon Andalusien hat. Ah ne, doch, hat mehr Leute verloren. Ich habe gerade auf der falschen Ding geguckt. Aber mir gefallen ja die 2579 Reiter bei. Deine Armee ist, einfach, deine Armee ist von der Qualität her besser. Das merke ich super hart. Ich habe mehr Disziplin. Ja, ja, das ist so krass. Wer sagte noch vorhin, dass Andalusien Neapel locker schlagen wird? Nepal? Deswegen meinte ich, dass Nepal Andalusien schlagen wird. Ich hab's selber gesagt, muss ich zugeben. Ich hab's selber gesagt. Das Ding ist, der Krieg ist noch nicht vorbei. Ich weiß. Und ich sehe gerade hier, wie. Ich weiß nicht, wie viel Manpower du hast, aber ich rekrutiere gerade 400.000 Mann. Also, da hat er leider keinen. Hi. Hallo. Warte, was sagst du zu dem Krieg? Zu welchem? Hierzu weißt du nichts, ne, by the way. In Ding hier, in Andalusien und so. So es hart, ist halt oder? Genau zu dem gekommen, was ich mir gedacht habe, oh, nämlich hier oben. Neapel oh, Preußen verliert. Und Neapel hat nochmal Manpower bekommen. Woher Nepal, kam die denn jetzt? Du? Nepal, woher kam die Manpower von Nepal? Vielleicht Professionalität runter. Kann gut sein, ja. Weil, also, Andalusien hat halt bergeweise mehr Manpower. Verliert halt Martin im Krieg echt? Ja, ja. Der hat gerade keinen Kampfboni gehabt. Und die haben halt mehr Moral als er. Und jetzt hat auch der Papst die Disziplin in der Schlacht gestellt. Oh, ja. Dann ist das plötzlich gar nicht mehr so kacke. Also so ein rapider Unterschied wie vorhin. Okay, krass. Ja, hat er verkackt. Schade. Und jetzt wird auch irgendwas gewiped, weil irgendjemand keine Rückzüge drücken kann. Autsch, das tut weh. Das sind 50.000 Tote. Oh nee, doch nicht. Glück gehabt. Alter, du musst dir mal das angucken, was da aufmarschiert in Afrika da. Ja, das ist so krank, das ist einfach. Krank. Vor allem diese Einzelstrupps, die da neu rekrutiert werden. Der Kerl einfach stumpf, der hat 88.000 Dukaten. Ja, der kann diesen Krieg noch x Jahre weiterführen. Und vor allem hat er einfach 2 Millionen Manpower gehabt. Ja, jetzt nur noch eine. Ja, nur noch und eine. Und er hat seinen Klick gemacht. Das heißt, er hat jetzt schon 1,5 Millionen Manpower in diesen Meatgrinder geworfen. Ja. Jetzt los. Muss ich nicht fragen, vielleicht. Also. Nee. Der Russe hat ja sich einen Haufen Verluste in dem Meme-Krieg zusammengegeiert. Aber der Andaluse gibt sich gerade allergrößte Mühe, bei den Verlusten dort auf Platz 1 zu kommen. Ah, der Meme-War was. Aber eigentlich, Geldunterschied ist jetzt nicht so krass bei den beiden. Also 87 und 63.000 geht eigentlich. Hab's ja, mir die Antwort ist, Geld ist vorhanden, Punkt. Die haben halt zu viel. Ah, da kann Marco, ich mir auch vorstellen, dass irgendjemand Ding geschoben Marco, hat. Marco, danke fürs Followen. Genau, auf Ach ja, Russland Twitch. Ist ja tot, stimmt. Na, Russland lebt nicht mehr. Also es lebt noch, aber es existiert nur noch ein bisschen vor sich hin. Ja. Ganz kurz unten, komm leider. Yannick? Jo. Teddy ist rausgeflogen. Wer? Teddy. Ah, Teddy, oh. Da müssen wir kurz warten, oder? Ja. Also wir haben besser kurz hoch zu Heiko kurz. Gut, Germanius fragt gerade, ob ich auch was studieren würde. Ja, ich studiere auch was. Ich studiere Wirtschaft. Ja, und du so? Und Kremre, ja, hi, bist wieder da. Du verpasst hier gerade richtig kranke Kriege mit richtig vielen Verlusten. Also Andalusien gegen Nepal haben wir schon 1,6 Millionen zu 1,3 Millionen oder 1,35 Millionen irgendwie sowas zu 1,4 Millionen. 1,4 Millionen hier und dann haben wir noch einen Krieg von Moldawien und Preußen gegen Byzanz gehabt, da waren es auch einige Tote und dann haben wir noch hier Papst, beziehungsweise Königreich Gottes, Niederlande, Schwaben gegen Moldawien und Preußen mit 1,732 zu 1,67 Millionen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Weiterspielen. Warum haben die weiterspielen lassen? Weil Heiko nur weiterspielen möchte.
Heiko ist die Faden geplatzt. Er hat mal gesagt, dass bei ihm irgendwann das Internet weggeht. Belfort, 11? Aber ich weiß nicht, ich dachte, das wäre 11, oder? Nicht vorher irgendwann gemeint, in der halben Stunde auch. Oder so. Na gut, das wäre auf jeden Fall jetzt eine komische Zeit. Ich hätte es auch rechtzeitig gesagt, denke ich. Ja, aber es ist eine gute Zeit, weil dann, bis er dann noch Zähne putzen war und dann im Bett ist und so, dann ist 23 Uhr. Ah, er hat geschrieben, mein Internet ist weg, hat er geschrieben im Discord. Das heißt, er kommt nicht mehr wieder. Hat er mir geschrieben. Kastien? Ja? Ist es dann in Ordnung, wenn wir ihn zum Sieger erklären? Würde ich auch sagen. Okay. Also, das heißt, Nepal hat sich die 7 Punkte verdient. Na gut, bringt bei Nepal nur nichts mehr, gell? Ja. Tja. Oder dann kannst du noch die KI abschlachten. Ah, weiß nicht, ob das so einfach ist. Kriegst du hin. Ich sagte ja. Er hat halt 15% mehr Disziplin. Das haut halt einfach so rein. Oh, du wirst angegriffen. Eine Million, Alter. 1,2. Also darf ich jetzt Andalusien nicht mehr den Krieg erklären? Wir können jetzt eigentlich Nepal den Krieg erklären. Na komm, lass Nepal in Frieden. Ja, lass Nepal mal noch. Das wollen wir jetzt mal noch sehen, ob Cassian das hinkriegt hier. Gegen KI. Ja. Aber ganz ehrlich, gegen so viel KI. Das ist einfach so ein Sparen. Kann jemand von euch abspeichern gerade? Warum? Weil Teddy hat gefragt, weil dann könnt ihr den mal gegeneinander weiterspielen. Nur ihr zwei den Krieg. Ich weiß nicht. Ich verliere den. Das ist, der hat 1,4 Millionen Mann! Der hatte mehr Mann als ich. Abgespeichert. Och Mann, die Armee ist zu schnell. Hä? Okay, das heißt, Teddy ist Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab's schon auf dem Discord. Ja gut, wobei so ein richtigen Sieger. Das ist er, der ist Sieger. Ja, er ist Sieger. Ich wollte auch noch einen Krieg erklären. Ich glaube, mit dir wischt er den Boden auf. Ein bisschen. Teddy schreibt, okay, nice, wäre auf jeden Fall nochmal spannend geworden, sagt er. Ah ja, so schlecht habe ich. Ich würde gerne wissen, wie viel Manpower er wirklich noch in Reserve hatte. Kann ich dir sagen. Könnt ihr mal kurz reinschauen? 139k. Ja. Okay. Janik, wieso würde mich so dem. Also meinst du jetzt Nepal oder Andalusien? Hätte mich so fertig gemacht. Verliert den Krieg. Beide. Hey, ich hab gegen Persien und. Die eine Armee wird. Die hatten auch 1,5 Millionen gegen mich. Ja, manchmal ist ein bisschen armeisch. Nee, 1,5 Millionen. Zusammen habt ihr das gesagt, oder? Ja, ja, und da war ich noch verteidigt. Orissa, du hast auch schon gegen die echten Kranken Krieg geliefert. Der war auch schon richtig gut. Es war halt mein Auftrag eigentlich, gegen Andalusien einen Endkrieg zu führen. Wie viel hast du denn noch? Ich? Ja. Ich bin bei 920. Da könnten wir auch zusammen jetzt gegen Dingskrieg führen, gegen Andalusien. Na. Das wäre unfair. Naja, nachdem der Krieg beendet wurde. Er hat 920k. Orissa. 920k Orissa. Kremre, ja, du hast gerade richtig viele Tote verpasst hier im Game, ja. Cassian, warum hast du eigentlich so ein negatives Prestige? Gegen Revolution irgendwie. Ah, okay. Ihr habt vergessen, die Hauptstadt zu verlegen. Schaut natürlich auch auf den Moral mal. Wie gegen Revolution Hauptstadt verlegen? Er ist auf demselben Kontinent wie das Revolutionscenter, also Norwegen. Und dann bekommt er minus 5 Prestige und sonst. Wenn er Krieg erklärt halt hat, dann kommt plus 8. Bei all dem muss man halt leider sagen, es ist halt einfach so, dass hier Neapel in einer Region ist, wo es sowieso stärker ist. Es ist hinduistisch, dadurch hat es schon mal einen signifikanten Vorteil. Ah. Und ja. Ich weiß nicht, woher die sonst noch die restlichen 5% bekommen hat. Der Herrscher streng. Cassian, ich hab dir mal die letzte iberische Provinz freigelassen. Katalonien. Oh, hier oben gibt's auch mal wieder einen Krieg. Es ist aber jetzt unfair, ich will meinen Suezkanal wieder zurück von Nepal, aber das ist jetzt KI. Ja, ich hol's dir zurück, okay?
Oh, mein goldenes Zeitalter ist vorbei. Oh nein, ich mache jetzt 10% weniger Geld. Yep. Kurz einfach. Nur so, Preußen wird gerade geschlagen, gell? Ja, ich seh's. Yep. Yes. So, ich gehe mal ganz kurz hoch. Eine Sekunde, komm gleich wieder. So, wir machen nochmal einen Cut an dieser Stelle kurz. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, Leute.